5 Fakten, Mythen zum Thema Reflux und was steckt dahinter? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Refluxzentrum Ruhrgebiet. Heute mal wieder an meiner Seite mein geschätzter Kollege, Partner, Freund Pravin Tatambaramil. Hallo Pravin. Hallo Christian. Also es ist wieder immer wieder erstaunlich, wenn man sich mal im Internet mit dem Wort Reflux oder mit dem Erkrankungsbild Reflux beschäftigt, was man da alle zu lesen bekommt. Unter anderem erste Mythos: Apfelessig hilft bei Reflux. Pravin, was kannst du dazu sagen? Naja, Reflux, wir gehen ja immer beim Reflux davon aus, dass es ein Säureproblem und Essig ist nun mal Säure. Also der gesunde Menschenverstand sollte eigentlich schon sagen, das kann nicht so ganz passen. Das ist auch so. Apfelessig, wie es immer so schön heißt, ist bestimmt nicht schlecht, aber bei Reflux kann ich das nicht für gut heißen. Apfelessig ist definitiv eine Säure, enthält zu 5% Säure. Und wer kommt auf die Idee, sauren Reflux mit einer Säure zu behandeln? Also wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert. Mag sein, dass das dem einen oder anderen hilft, aber dann funktioniert das nicht über eine Säureneutralisation, sondern über eine verstärkte und verbesserte Verdauung. Das macht ja die Säure schlussendlich. Sie ist ja dafür da, uns bei der Verdauung zu helfen. Ein, sag mal, verminderter Gehalt an Säure im Magen, das ist nämlich der zweite Mythos, den man immer gerne im Internet mal lesen kann oder nachlesen kann, ist, zu wenig Magensäure bedeutet gleich Reflux. Das stimmt so nicht. Also es gibt Leute, die tatsächlich zu wenig Magensäure haben. Man nennt das ja atrophische Gastritis. Das heißt, der Magen hat dann irgendwann seine Funktion so eingebußt. Aber das sind eher die Menschen, die schon was älter sind. Das sind so die Menschen so 60, 70 Jahre alt. Da trifft das zu, aber nicht die 25-Jährigen, die unter Refluxbeschwerden leiden. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Und die Magensäure. Wenn wir zu wenig Magensäure haben, dann kommt es schon gerne oder dann kommt es oft zu Verdauungsproblemen, das heißt ein Völlegefühl, weil die Säure ist ja mitunter dafür da, der Verdauung zu helfen. Das heißt auch, die Bestandteile im Magen zu zerkleinern, damit der Magen sich schneller entleeren kann. Wir haben ja mal besprochen, dass der Mageninhalt eine gewisse Größe, / Kleinheit haben muss, um sich entleeren zu können. Je länger etwas im Magen verweilt, weil es noch zu groß ist, desto häufiger können auch mal Völlegefühlsymptome auftreten oder auch sekundär daraus folgend Refluxbeschwerden. Aber das hat nichts damit zu tun, weil die Säure nicht da ist. Ja, indirekt schon, weil eben die Säure hilft, die Bestandteile im Magen zu zerkleinern und den Magen schneller zu entleeren. Dann gibt es den dritten Mythos: Milch hilft bei Refluxbeschwerden. Pravin, erzähl mal was dazu. Also Milch hat sicherlich kurzzeitig so eine neutralisierende Wirkung, weil es sozusagen das abfangen kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, in Milch ist ja auch Fett drin. Und Fett ist nun mal langsam verdaulich. Das ist das große und entscheidende Problem. Es hat was mit dem Fettgehalt zu tun. Milch als solches ist jetzt auch gerade nicht neutral, sondern eher im sauren Bereich anzusiedeln. Und keiner von euch käme auf die Idee, Milch zu bzw. Orangensaft zu trinken, wenn er Refluxbeschwerden hat. Definitiv nicht. Mag sein, dass ein Glas Milch bei dem einen oder anderen hilft, aber grundsätzlich, / wissenschaftlich, medizinisch, gibt es keinen Beleg dafür, dass Milch ein sinnvolles, Therapiemittel bei Refluxbeschwerden ist. Dann gibt es den vierten Mythos, der besagt, dass Refluxbeschwerden Speiseröhrenkrebs verursacht. Ist, ich will mal so sagen, die Aussage ist nicht ganz falsch, aber wir sprechen hier über einen Zeitraum von Jahren ohne Therapie. Das ist das Problem. Viele Betroffene gucken im Internet und lesen dann, oh Reflux, ich kriege möglicherweise Speiseröhrenkrebs. Aber dazu muss man das sagen, dass etwa 10% der Betroffenen, das heißt der Refluxpatienten, entwickeln im Laufe der Zeit eine Umwandlung der Schleimhaut. Viele kennen das auch als Barrett-Schleimhaut oder sind damit mal konfrontiert worden. Mit der Barrett-Schleimhaut 10% der Refluxpatienten entwickeln das und von diesen 10% wiederum entwickeln 10% im Laufe von 10 Jahren ein möglicherweise Speiseröhrenkrebs. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ gering, aber man muss dazu sagen, man darf die Beschwerden nicht auf die leichte Schulter nehmen. Definitiv nicht. Das heißt, grundsätzlich, wenn Beschwerden bestehen über einen längeren Zeitraum, sollte das abgeklärt werden, aber man muss nicht immer gleich die Angst haben, dass sich da sofort ein Speiseröhrenkrebs hinter verbirgt. Wenn die Beschwerden über viele Jahre bestehen und sie werden nicht behandelt, dann ist das Risiko für eine Speiseröhrenkrebserkrankung deutlich erhöht. Und als fünften Mythos haben wir PPIs, also diese Säureblocker, Pantoprazol und Konsorten, machen dumm.
Ja, das gab es mal, ich glaube, so vor 5, 6 Jahren ist mal so eine Studie veröffentlicht worden. Das kam sogar im ZDF, das Staatsfernsehen. Und ungefähr ein halbes Jahr später ist diese Studie auf den Kongressen zerrissen worden. Das war der größte Blödsinn. Ja, man muss sagen, dass man muss sagen, jetzt nicht der 25-Jährige, der, ich sage jetzt was, über 1 Jahr, 2 Jahre, sag ich mal, PPIs nimmt, hat das Risiko, eine demenzielle Erkrankung zu entwickeln. Darüber reden wir ja schlussendlich. Man hat halt damals in dem Rahmen der Studie gesehen, das waren Patienten 70 Jahre und älter, die über viele Jahre hinweg diese Säureblocker, Pantoprazol und Konsorten regelmäßig haben einnehmen müssen aus den verschiedensten Gründen. Und man hat gesehen, dass bei den Patienten häufiger demenzielle Erkrankungsformen vorlagen als bei Patienten, die das nicht eingenommen haben. Deshalb wird der Gedankengang naheliegen, okay, da muss ein Zusammenhang bestehen. So pauschal kann man das nicht sagen, weil es hat sich wissenschaftlich nicht erwiesen. Also da muss man keine Angst haben, dass PPIs dumm machen, definitiv nicht. Aber sie haben ihre Nebenwirkungen. Sie können Verdauungsstörungen machen, sie können Störungen im Bereich des Elektrolyt, also Kalziumstoffwechsels, im Vitaminstoffwechsel machen. Also PPIs sind nicht oder sollte man nicht leichtfertig einnehmen. Und wir denken beide, also wir sind davon überzeugt, dass wenn sie nicht helfen, sie auch keinen Sinn machen. Nein, manchmal, ganz klar. Manchmal muss man eben geduldig sein. Da reicht nicht eine Therapie von 4 Wochen, sondern da muss man... Da muss man auch mal so 3 Monate, 6 Monate. Wir müssen über langfristige Zeiten reden. Also wenn einer PPI nimmt und ach, das ist morgen, es ist immer noch so da, das kann nicht so schnell funktionieren. Gerade bei den Patienten mit Halsbeschwerden ist das sehr häufig so, die müssen das oder sollten eher über 3 Monate, 6 Monate eine konsequente PPI-Therapie machen, um überhaupt zu entscheiden, wirkt es oder wirkt es nicht. Also nicht nach 2 Tagen die Flinte ins Korn werfen und sagen, hilft nicht, das wäre nicht zielführend. Und gerade bei den Halsbeschwerden, das wissen wir ja, selbst die Patienten, die daran operiert wurden, die brauchen mindestens 1 Jahr, bis sich das langsam anfängt zu bessern. Zum Thema Milch. Milch ist super, wenn du scharfe Sachen gegessen hast. Das neutralisiert den Pfeffer da drin. Da funktioniert es. Also wie ihr seht, an allem ist immer vielleicht so ein Fünkchen Wahrheit. Nicht jeder, der heilt, hat recht, muss man auch leider dazu sagen. Und was dem einen hilft, muss dem anderen nicht auch gleich helfen. Man muss das immer sehr kritisch sehen. Und ich sag mal, wenn Beschwerden da sind, geht lieber zum Fachmann, sucht den Fachmann auf, lasst euch von dem beraten und denkt immer dran, wir sind da für euch, wenn es brennt.